So, ich muss mal gleich den Zaun rausnehmen. Kann nichts reparieren. Rest hast du erledigt, oder? Ja. Da vorne sind nur 4 Löcher, der anderen Seite. Ja. Gut. Oder weniger gut. Jetzt sind wir wieder so voll. Wieder retour. Okay. Da so rein. Ja, auch die Folge werden wir nachträglich wieder teilen. Ja. Wir sind schon wieder weit drüber. Aber bei dem Kampf jetzt wäre das störend gewesen. Vergisst man immer die Zeit. Ach ja. Naja, vergessen, ich hab's schon gesehen. Aber 5 Zombies am A und ja, hallo, Happy Gaming, ciao, ciao und so weiter. Das war nicht so. So. So, dann schmeißen wir alles weg. Ach, hör je. Jetzt. So, ich denke, ich habe alle Löcher behoben. Ja, da ist nichts mehr. Sie herumgekloppt haben sie, ja. Na gut, komme ich auch wieder retour. Na, die Spirale. Das ist ja eine richtige Festung. Hä? Ich glaube, das ist bei mir irgendwo. Ja, da draußen. Ja, das irgendwie. Was denn? Ja, das Thema mit dem Zaun, da habe ich mir ein bisschen vertan, weil es ja natürlich nichts gibt, wo sie Schaden nehmen. Die klopfen da jetzt da ungehindert die ganze Zeit auf den Zaun herum. Ja, stimmt. Das war, etwas unüberlegt. Okay, im Nordosten auf der Ecke sind sie massig gespawnt. Okay. Da kann ich gleich wieder rausgehen, weil die demolieren den Zaun. Oh, Hund! Hund! Fuck! Ich hab ihn. Es ist ein Stück abgefallen. Nein! Affe! Fuck! Alter!
Arschloch. So. Ja, ja. Dafür kommt die ganze andere Meute nach. Da kommt wieder eine... Alter! Hallo? Wir hätten einen anderen Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich den nicht umstelle. Das ist dann nichts anderes mehr. Wie 100 killen. 100 killen, Zombies killen, reparieren. Und sich beißen lassen, ja. So. Das war am Beginn, war es nicht... So arg. Sie waren zwar halt genauso schwer wie jetzt zum Erlegen, aber es war nicht so eine massive Anzahl. Das stimmt allerdings. Aber der so. Spawn ist jetzt. Schauen wir mal, ob noch ein Fertilizer für mich da ist. Ja, einer. Einer besser als keiner. Oh, da sind noch welche. Hunde? Hast du keine gemacht? Für die Zombies. Also du hast mich gesehen und bist gegangen, oder? Nein. Na bitte. Erledigt. Vielleicht irgendwann mal Haustiere auch zum Halten. Hm. Wie wo bei 7 Days? Mhm. Mhm, glaube ich nicht. Hühner. Ich lese da zu wenig nach momentan, was sie geplant haben für die nächsten Releases. Und was überhaupt noch kommt, weil irgendwann wird jetzt einmal eine Veröffentlichung auch sein. Mm. Nachdem sie auf den Spielkonsolen. Aber auch schon Verkaufsversionen gibt. Stimmt, ja. Thank you.
schon. Sehr fein. So, dann mache ich hier auch noch Leuchtsäulen, so jetzt mal. Schon was gewachsen. So, dann müssen wir da nochmal rauf. Ja, das ist unser Geschoss. Alter. Oh, okay, jetzt bräuchte ich eigentlich nur mit die zwei Teile in Orange. Also ein Gewehrstock, jawohl. Und was war das andere? Hast du schon was gebaut? Dann können wir das Jagdgewehr eigentlich versuchen. Stimmt das? Hoppla. Ach. Schrotflintenteile auch so viele. Ja, muss ich schauen, dass ich jetzt meine Schrotflinte mal aufwerte oder eine bessere mache. Also da wäre der Lauf, da wäre das Verschlussgehäuse und dann brauche ich ja nur mehr den Teil und den Stock. Ja, das schaut gut aus. Das müssten alle... Linksklick und so, gleich habe ich's. Wenn du den Bauplan gelesen hast, na, das ist jetzt wieder das Thema, woran erkennt man, ob man den gelesen hat. Da sieht man nicht irgendein Buch. Ah ja, okay. Also wenn man ihn gelesen hat, dann wird das zusammensetzen weiß. Okay. Und dann habe ich damit das Jagdgewehr noch nicht. Schade. Die Teile hätten wir jetzt. So, ich bin fertig am Dach. Fraglich ist noch, wo der Teil da hingeht, herkommt. Oder wo man da reingeht. Kannst du nichts wagen? Oh, autsch. Ah, da ist ja eine Tür. Es wäre der einfachere Garten gewesen. Schießpulver können wir rausgeben. Papier. Dann die Schmerzmittel. Was haben wir da noch? Die Dosen. Die da rein. Was ist das? Birnen? Okay. Birnen? Was? Birnendosen, ja, Birnenkompott. Birnendosen, ich dachte Samen, Birnen, Baum, Samen, irgendwas. Nein. Birnen. Bei Minecraft müsste man den machen können, glaube ich. Irgendwas gibt es noch neben dem Apfelbaum, aber ich glaube, okay, da gibt es das nicht. Rindfleischration kommt da dazu. Jetzt haben wir da noch Felle, Tierhäute. Ich weiß, ich werde einen schönen Baum pflanzen.
So, dann tun wir das da rein. Zack, und das kommt da rein. Keine Ahnung, ob die leuchtet. Haben wir nicht mal gesagt, dass wir das Stiegenhaus auch bis oben ziehen? Jupp. Ach, okay. Das mache ich aber dann auch außerhalb der Aufnahme. So, und dann werden wir, nachdem es schon 19 Uhr ist, werden wir heute mal kurz in die Mine schauen. Ja. Wie die da. Und wieder seht, wie es da unten ausschaut. So. Gut. Schön. So, das kennt man ja schon, wenn man da runterkommt. Und das ist jetzt mittlerweile einiges erweitert. Also wenn man da schaut, dann noch vor. Und jetzt muss ich nur schauen, wo mein Gang ist, an dem ich gerade arbeite. Ich glaube, der da ist das. Jetzt habe ich mittlerweile also ich habe keine Gänge mehr gemacht. Ich bin einfach nur noch Unterseite begonnen. Ne? So, ja, ich glaube, das, wo ich da jetzt dran gerade arbeite in dem Gang, da war eine massive Erzader. Ich glaube, da sieht man sogar noch was. Oder was übersehen? Aha, das war aber nur Grafikfehler. Das war jetzt kein Eisen. Na, jedenfalls, da war jede Menge Eisen erinnern. Mit dem haben wir so die letzten Sachen noch. Wir müssen wieder meinen. Wird schon wieder eng. Ich werde das seitlich auch andocken wegen der wegen der Tragkraft. So. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Eisenpickaxe habe. Habe ich irgendwo reingeklickt? Das kann sein. Ist das so ein Stahl, der auf beiden Seiten Spitzen hat? Oder einfacher? Weil hier wird es nämlich da komischerweise eine Stahlspitzhacke und eine Eisenspitzhacke. Wenn du drunter kommst, nimmst du von mir da einfach eine. Ich bin noch beschäftigt. Genau. Ja, was wir sich noch anschauen können, ein Riesenlager mit gemischten Erzen war das, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist nämlich schon einige Zeit her, wo wir das damals gefunden haben. Ups. Da können wir. Da. Ist das da noch Eisen? Da sind immer irgendwelche Grafikfehler drin. So.
Ich hoffe, ich finde das jetzt gleich in diesen ganzen Gängen, aber ich glaube, wir sind da im richtigen. Ja, genau. So war das darauf. Ups, ups, ups. Ah, da sehe ich gerade, da habe ich sogar was übersehen. War also wahrscheinlich auch wieder Anzeigefehler, oder? Nein, das war jetzt wirklich cool. Da auch nochmal. Schön, da haben wir coole übersehen. Ja, das geht von einem ins andere. Wenn man an einem Eck anfängt. Ja, das ist jetzt nichts mehr. Okay, aber da war noch einiges an coole. Gut. Es ist ja mit diesem Lichtschattenverhältnis. Ist das manches. Ja, und ihr seht schon, also da ist relativ weit raufgegangen. Das war alles voll damit. Potassium, glaube ich, war dabei. Blei. Dann eben Kohle, Eisen. Also so ziemlich alles war da drin. Alles, was man brauchen kann. Da ist dann wieder runtergegangen in den Gang rein. Ja. Vermutlich, wenn man da jetzt irgendwo reinschlagen würde, würde man noch ein paar Blöcke wieder auf was kommen, aber nachdem wir eh relativ dicht unsere Gänge liegen, habe ich da dann gar nicht mehr weitergesucht. Da geht es dann nur noch vor, also ich habe immer bis zur Grundgrenze, immer dort, wo man halt, also wenn wir auf die Map schauen, da ist die Map, dann gehen diese unterirdischen Gänge immer bis daher, wo der Gartenzaun von der Diebrau und von mir aufgestellt worden ist. Ja. Ja, das war der Gang. Damit sich keiner so leicht reinputtelt. Und dann. Ja, da bin ich, da muss ich jetzt noch rein. Da waren wir eh gerade drinnen. Da glaube ich war auch jede Menge. Da vorne. Genau. So. Da habe ich auch rausgeholt, was gegangen ist. Das, die Ader da, die waren nicht so groß. Also es ist auch sehr verschieden, wie viel man dann wirklich von jeder einzelnen bekommt. So. Das übersehen. Gut. Leider ist halt gerade alles, was wir gefunden haben, an so Adern, haben wir glaube ich gerade gefarmt. Oder ist bei dir in einem Gang irgendwo was? Nein, ich bin glaube ich auch. Ja. Ich habe nämlich momentan auch keines. Gott, da draußen grunzt es schon wieder. Moment, ich schau gleich nach. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wir werden es euch dann in der nächsten Aufnahme sagen, aber es kann sein, dass wir in der nächsten Aufnahmesession starten mit bisherigen Schwierigkeitsgrad ein oder zwei runtergehen und vielleicht nur mal zu den Hordentagen dann auf 4. Die haben sich ein Loch in den Zaun gemacht. Ja, also mehrmals täglich irgendwelche Wanderhorden, das ist. Ja, und wenn ein Schreier kommt, dann sind es gleich 3, 4. Passt das Balancing nicht so richtig? Nein, nicht wirklich. Gut. Wenn es euch gefallen hat, ja, genau. Daumen hoch und schaut wieder rein bei anderen Tibra, wenn es heißt 7 Days to Die. Ciao. Tschüss.